Komme in eine aufrechte Sitzhaltung. Vielleicht möchtest du deine Beine einfach gerade nach vorne strecken oder in einen Fersensitz kommen. Oder du möchtest dich zwischen deine Fersen setzen, in Virasana, der Heldenposition. Wichtig im Yoga oder wenn du Übungen praktizierst, ist, dass deine Wirbelsäule ganz lang ist. Ziehe die Mitte deines Kopfes zur Decke weit nach oben, bleib auch ganz lang und aufrecht und lass den Steißbein Richtung Erde sich verlängern. Eine Hand bleibt bei deinem Baby und die andere Hand strecke aus. Flexe deine Hand. Ziehe die Fingerspitzen jetzt hier Richtung Schultern, soweit du kannst. Und dann pointe deine Hände, deine Finger und ziehe die Fingerspitzen Richtung Achselhöhlen. Flex jetzt hier nochmal und wieder point. Und flex und point. Noch einmal. Flex, point, flex und point. Flexe deine Hand und drehe deine Hand über hinten. Handgelenk kreisen. Here you go, sweetheart. Yay. Na, und das sieht man, wie gut es ist, dass die ganzen Spielsachen um einen herum sind. Vivian ist jetzt in einem Alter, wo sie sich gerne selber beschäftigt. Aber vielleicht ist dein Kind in der Rückenlage und dann könntest du es, wenn dein Baby jetzt vor dir liegt, einfach ein bisschen bespaßen, während du Handgelenkreisen praktizierst. Und dann reverse, über die andere Richtung. Wechsle die Seite, wechsle die Richtung. Denke immer daran, dass deine Wirbelsäule ganz lang bleibt. Ja? Gut geerdet durch deinen Steißbein und das Sitzhöcker. Gut, und nochmal über außen. Handgelenke kreisen. Und langsam wieder ablegen. Wechsle die Seite. Ich habe jetzt das Glück zum Beispiel, dass Vivian mir eine kleine Auszeit gibt. Ansonsten kannst du dein Kind auch halten und ein bisschen Blödsinn machen sozusagen. Flexe die andere Hand. So weit du kannst, bis zu deiner Schulter. Dann pointe wieder die Hand und ziehe sie so weit du kannst Richtung Achselhöhle. Flex, point. Flex, point. Flex, and point. Flex, point. Flex. Handgelenkreisen über außen. Und dabei atmest du ganz frei und gelassen. Gesundheit. Und dann wieder Richtung wechseln. Und noch einmal die Richtung wechseln. Und dann beuge deinen Arm wieder. Wenn du möchtest, kannst du jetzt hier beide Hände benutzen. Flexe die Hände, wie gesagt, oder du hast eine Hand bei deinem Kind. Flex, point. Flex, point. Dabei sind deine Schultern entspannt. Wirbelsäule ganz lang und aufrecht. Dann wieder Handgelenkreisen über außen. Und wieder in die andere Richtung. Ja, genau. Ja, mein Schatz, das machst du ganz toll. Und dann wieder Richtung wechseln. Und wenn die Arme anfangen zu brennen, dann kannst du einfach ablegen, absetzen und einfach wieder weitermachen. Soll sich gut anfühlen für dich. Und langsam wieder beide Hände beugen. Strecke beide Hände jetzt zur Seite. Rolle oder rotiere die Schulter nach innen, bringe Handrücken an Handrücken. Flexe die Hände und schiebe die Schulterblätter zusammen. Ja? Wieder Handrücken an Handrücken. Also pointe deine Hände, flexe die Hände wieder und schieb nach hinten mit Widerstand. Komm wieder nach vorne und nach hinten. Nach vorne, nach hinten.
nach vorne und hinten. Bleib jetzt hinten, rotiere deine Handgelenke über außen. Wieder Handrücken an Handrücken. Flex, schieb nach hinten und andere Richtung kreisen. Nochmal über außen kreisen. Und dann beuge wieder deine Arme. Gut. Wir kennen das mit den Fußgelenken. Machen wir genau das gleiche wieder. Kommen wir in eine aufrechte Sitzhaltung. Hier kannst du zum Beispiel dir ein Kissen oder eine Decke schnappen, wenn du merkst, dass dein Rücken ein bisschen rund wird. Dann gönne dir eine Decke, sodass die Wirbelsäule sich besser ausrichten kann. Ziehe die Zehen ran, komm jetzt über halbe Spitze, Point. Ja? Wieder halbe Spitze, Flex. Halbe Spitze, Point. Und halbe Spitze, Flex. Gut. Komm mal ein bisschen zur Seite. Halbe Spitze, Point. Halbe Spitze, Flex. Okay, dann können wir das ein bisschen schneller machen. Wirbelsäule ganz lang, gut geerdet durch deine Sitzhöcker. Schultern einfach entspannt, atme frei und gelassen. Gut, dann bleibe ich hier und dann kreise über außen nach innen. Hier kannst du deine Beine ein bisschen hüftbreit öffnen, damit wir schön Platz haben. Und reverse über die andere Richtung. Und nochmal Richtung wechseln. Dann nehmen wir Hände und Füße zusammen. Flex und Point. Flex, Point. Vielleicht liegt dein Baby vor dir. Ja, dann öffnest du zum Beispiel hier einfach die Beine ein bisschen mehr. Okay, Sweetie Pie. Und dann wieder über außen kreisen. Und Richtung wechseln. Super, noch einmal über außen. Ich sag immer, alle guten Dinge sind drei. Ja? Was macht denn die Mama da? Gut, nochmal Flex und Point. Und wirklich schön mit den Füßen Flex über die halbe Spitze und Point. Ja? So ein bisschen das Gefühl, als würdest du dir eine kleine Fußmassage geben. Und was unsere Babys vormachen, ja, ist zum Beispiel, spreize deine Zehen, spreize auch deine Finger. Ja, so schickst du, so energetisierst du sozusagen deine Zehen und deine Finger. Gut. Und lösen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen. Namaste.